Die Basiliuskathedrale von Moskau erstrahlt im Sonnenlicht. Die Gebete vieler Russen, die einen Corona-Impfstoff einforderten, wurden jetzt erhört. Doch ist dieser Impfstoff auch sicher? Seit Montag ist er jedenfalls in Russland zugelassen. Präsident Wladimir Putin richtet sich in einer im TV übertragenen Videokonferenz an seine Landsleute und erklärt: Der Impfstoff ist äußerst effektiv und schafft eine dauerhafte Immunität. Ich kann mich nur wiederholen, er hat alle Gesundheitschecks bestanden. Eine seiner Töchter sei bereits geimpft worden. Sie habe eine leicht erhöhte Temperatur entwickelt. Das war alles, so Putin. Russland habe nach weniger als 2 Monaten Tests an Menschen die behördliche Genehmigung erteilt. Das sei als Zeichen für Russlands wissenschaftliche Macht zu werten, so der russische Präsident. Die letzte Phase der klinischen Studien zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit werde zwar fortgesetzt, allerdings sei der Weg zur Massenimpfung für die russische Bevölkerung durch die Zulassung bereits geebnet, so die Nachrichtenagentur Reuters. Putin selbst hofft, dass das Land bald mit der Massenproduktion des Impfstoffs beginnen werde. Die Impfung soll am 1. Jänner in Umlauf gebracht werden, wie russische Agenturen unter Berufung auf das Arzneimittelregister des Gesundheitsministeriums berichten. Doch es gibt auch erhebliche Zweifel. Experten äußern Bedenken, dass die Regierung Prestige vor fundierte Wissenschaft und Sicherheit stellt. Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt haben darauf bestanden, dass die Geschwindigkeit bei der Entwicklung eines Covid-Impfstoffs die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Der Verband zur Organisation klinischer Studien in Russland hat das russische Gesundheitsministerium sogar aufgefordert, die Zulassung des Impfstoffs zu verschieben, bis die finale klinische Wirksamkeitsstudie erfolgreich abgeschlossen ist. Auch US-Chef-Virologe Anthony Fauci meint beispielsweise: Ich hoffe, dass die Russen getestet haben und dass die Impfung sicher und effektiv ist. Ich habe da allerdings ernste Zweifel. Zudem gibt es weder Publikationen über die Wirkung noch über mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs. Bekannt ist lediglich, dass der Impfstoff seit Mitte Juni an 38 Personen erprobt wurde. Eine Zulassung vor dem Vorliegen der Ergebnisse großer klinischer Studien widerspricht dem international üblichen Vorgehen. So stellt die Weltgesundheitsorganisation WHO im Vorfeld klar: Jeder Impfstoff muss natürlich alle Versuchsreihen und Tests durchlaufen, bevor er genehmigt und ausgeliefert wird. Es gebe klare Richtlinien für die Entwicklung von Impfstoffen. Die WHO fordert Russland zudem auf, sich an diese Richtlinien zu halten. Laut einer WHO-Liste werden derzeit 6 Impfstoffkandidaten in einer Phase-3-Studie getestet. Russische Präparate zählen hier nicht dazu.